Moin Moin, Sekiro, Souls Borna. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit Lies of P. Hoffentlich so spannend wie nie. Lehnt euch zurück, macht das Popcorn auf. Ich habe keine Ahnung, was hier rauskommt. Schließt noch ein paar Wetten ab. Setzt noch auf folgende Gestalten. Wir haben einmal den verrückten Esel. Dann haben wir, wie ich finde, einen noch verrückteren Polizisten. Und noch so ein Fußvolk hier. Also, lehnt euch zurück. Wer wird gewinnen? Ja, und gleichzeitig natürlich die Möglichkeit, ihn zu schießen, wenn ihr Bock habt. Komm, mein Freund. Die erste Konfrontation. Was heißt das schon? Wer gewinnt? Okay, der Favorite hat sich durchgesetzt. Die zweite Konfrontation. Okay. 2-0. Die dritte Konfrontation. Ist nicht ganz fair. Du gehst hier mit voller Lebensenergie rein, mein Freund. Die letzte Konfrontation gleich. Ich verschaffe mal Zugang zu den höheren Rängen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Where are you? Hey, so war das nicht abgesprochen. Dann beobachten wir es von hier. Polizist versus verrückter Esel. Achso. Ich kann, glaube ich, keinen Anblick sehen. Doch. Kann man die Lebensenergie von ihm sehen? Wunderbar. Gleich hol dir doch die Trillerpfeife raus, du. Then string you up on the bridge. Das ist insane. Das ist insane. Insane. Ich habe das einmal vorher durchgespielt. Da hat der Esel knapp gewonnen. Nun gut, nun ist er nicht mit voller Lebensenergie reingegangen. Aber auch dann, es fehlt ja, was fehlt dir da? Ein 30. von seiner Lebensleistung. Ein Hit hat er bekommen bis zu diesem Fight oder vielleicht zwei kleine Hits. Unfassbar. Insane, Freunde, der Spiel zumpft. Ihr könnt, noch einen Schluck aus der Bierbuddel nehmen. Und vielleicht so wie ich aus dem Staunen nicht herauskommen. Das zum Thema Lies of P. Da ist mal so ein Zwischenmob, eine Trillerpfeife und, einer schicken Uniform. Und der haut den Dude mal ganz kurz weg. Haut den verrückten Esel mal kurz weg. Absolut abgefahren. Unglaublich, ich hatte es vorher auch schon mal durchgespielt. Und da hat der Esel sich so ein bisschen sogar noch festgelaufen. Also er war auch teilweise ein bisschen, da war ich oben in den höheren Rängen.
Hab da noch ein bisschen mit Konfetti runtergeschmissen. Nee, was haben wir hier? Zahnräder. Und da hat der aber trotzdem noch gewonnen. Das ist ja insane. Unglaublich. Unglaublich. And the winner is the policeman. So, jetzt zurück ins Department, Polizist.